Ich habe eine Frage an Sie. Ist es Ihnen auch schon mal so gegangen, dass Sie vor Ihrem Fernseher gesessen haben, was Schönes geschaut haben, einen Film oder vielleicht auch eine Talkshow und Sie haben gedacht, oh, irgendwie verstehe ich da gar nichts. Das klingt alles so dumpf irgendwie. Und dann haben Sie erstmal zu Ihrer Fernbedienung gegriffen und haben angefangen, lauter zu machen, ne? Damit Sie wirklich dann auch verstanden haben, was da in der Talkshow gesprochen wird. Oder vielleicht auch den Film wirklich mal richtig gehört haben, weil Sie gesagt haben, die Special Effects da irgendwie, das hat sich doch anders angehört. Ich habe den Film doch damals auch schon mal im Kino gesehen. Das war viel imposanter. Aber bei Ihnen im Wohnzimmer, vor Ihrem Fernseher, da klingt das irgendwie nicht. Ja? Woran liegt das? Ja, ganz einfach, an der Bauweise der Fernseher heutzutage. Auch Ihr Fernseher ist mit Sicherheit schärfer als jemals zuvor. HD, mindestens Full HD oder gar 4K Auflösung. Aber er ist so ultra dünn. Und wenn wir uns das jetzt mal vor Augen halten, was dann für Lautsprecher reinpassen können, dann kommen wir zum Schluss, dass genau diese Lautsprecher eingebaut sind. Das sind aus einem aktuellen 50 Zoll Fernseher die Lautsprecher, die dort eingebaut sind. Und das heißt, hier fehlt schon mal an Leistung. Das sieht man schon optisch. Dann sind sie noch nach unten, zur Seite oder nach hinten eingebaut. Das heißt, das Klangvolumen kommt nicht da an, wo es ankommen soll, nämlich bei Ihnen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Alle Experten sind sich einig und alle Fachzeitschriften, ja, man braucht den richtigen Klang für perfektes Fernseherlebnis. Und das ist einfach so. Und da, wie gleichen wir das jetzt aus? Ich meine, die Fernseher sind brillant, das müssen wir sagen, und sind mittlerweile ja auch bezahlbar. Und deshalb können wir da gerne noch mal eine Soundbar dazu kaufen. Und wir haben drei dieser Soundbars heute für Sie in der Sendung. Und da ist wirklich für jeden etwas dabei. Mit dieser leistungsstarken Soundbar fangen wir an. Sie sehen, die integriert sich hier wunderbar. Hat knapp unter einen Meter Länge. Passt also für Fernseher so um die 50 Zoll perfekt. Ist ganz leicht anzuschließen. Und also entweder per TOS-Link, also per optischen Kabel, oder per Klinke. Das geht in einer Minute maximal Strom rein und schon hat man einen Klangunterschied, den man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Und wie jeder, der es mal gehört hat, mit Soundbar, ohne Soundbar, der sagt, ich muss eine Soundbar haben und will dann auch nie mehr ohne. Und das wird Ihnen genauso gehen. Wir haben jetzt den Fernsehton an, zu diesem Film läuft eine leichte Musik. Und die hören wir uns jetzt mal im direkten Vergleich an. Das ist jetzt nur der kleine Lautsprecher oder die kleinen Lautsprecher, die in diesem Flachbildschirm drin sind. Ich bin mal für 10 Sekunden ruhig und Sie lauschen mal, ob Sie die Musik hören. Man hört es, aber man fühlt es nicht. Es läuft Musik, das höre ich jetzt auch ganz deutlich. So, und jetzt schalten wir diese Soundbar zu, indem ich einfach hinten den Anschluss reinstecke. Und Sie achten jetzt mal bitte auf den Tonunterschied, der ist so gewaltig. Also, auf 3 bitte da aufpassen, auf 3 werde ich den Stecker reinmachen. Wo ist das Kabel? Da ist es. So, da ist der Anschluss. 1, 2, 3. Jetzt ist er drin. Und jetzt hören Sie mal. Kathi, das ist faszinierend, oder? Wahnsinn. Also das ist wirklich ein Unterschied. Der ist so immens. Sie haben es jetzt gerade selber mitbekommen. Das ist ein Knaller. Und ich glaube, man fragt sich dann auch, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Weil man sonst wirklich ja immer mit seiner Fernbedienung am lauter machen ist. Man denkt dann immer, was ist denn da los? Höre ich vielleicht schlecht? Man zweifelt ja auch ein bisschen an sich selber, ne? Das kennen Sie vielleicht auch, dass Sie sagen, oh, ich glaube, meine Ohren sind schlechter geworden. Nein, sind sie nicht. Ihnen geht es perfekt. Das liegt einfach am Klang von Ihrem Fernseher. Und den können Sie jetzt immens verbessern mit so einer tollen Soundbar hier. Und dieses Modell, wir haben Ihnen heute nur die 3 besten Modelle hier rausgesucht, dieses Modell bekommen Sie hier heute für 78,80 Euro. Und ich meine, das sind wirklich gut investierte Euros, weil der Unterschied ist so genial einfach. Ich möchte da sogar noch einen Schritt weitergehen. Das sind genial und fantastisch investierte 78,80 Euro, weil ich damit dieses Klangmanko, was unsere Fernseher alle haben, ausgleiche. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe einen teuren Markenfernseher, aber schauen Sie doch mal, gehen Sie mal auf die Seite, schauen Sie mal, wie dünn der ist. Ja? Da kann ja gar kein großer Lautsprecher mehr reinpassen. Hier eine Soundbar, die ist unscheinbar, die stellt man einfach vorne dran, schließt sie an, Anschluss geht eine Minute, eben hier jetzt TOS-Link-Kabel reinstecken, Stromkabel rein und schon ist es fertig. Aber diese Soundbars sind jetzt nicht nur dafür da, dass der Fernsehklang perfekt klingt,
das ist die Hauptaufgabe, aber es ist im Prinzip auch nochmal eine Stereoanlage, die ich jetzt hier per USB, also mit MP3 füttern kann und dann leistungsstark mit 120 Watt Musikspitzenleistung anhören kann oder auch Bluetooth-fähig. Also das heißt einfach mal deine Playlist vom Tablet oder vom Smartphone übertragen, kabellos per Bluetooth auf diese Soundbar und dann Musik in richtigem Wumms und mit dem richtigen Klang hören. Aber gehen wir zurück zum Fernsehen und wir sprechen gerade oder haben gerade auch von Filmen gesprochen, aber es ist auch so bei Sprache, bei den Nachrichten oder bei Talkshows. Ja, da sehen wir übrigens die Anschlüsse. Tosse links sehen Sie ganz rechts, Klinkeranschlüsse und dann bei der USB-Schnittstelle, die ist auch da. Aber auch bei der Sprache, das, was ich gerade angefangen habe, wird es plötzlich viel deutlicher verständlich. Weil man muss sich das so vorstellen, hier intern, die Lautsprecher sind hier bei diesem Gerät zur Seite ausgerichtet. Das heißt, da geht die Sprache hin. Und wenn sich jemand mit Ihnen unterhält und dreht den Kopf weg, dann wissen Sie das selber bei Mensch zu Mensch, man versteht nur die Hälfte, ganz schlecht. Und dann sagt man, wie bitte, oder könntest du mal lauter? Und das ist im Prinzip das Gleiche beim Fernseher. Hier, jetzt ist wichtig, mit der Soundbar kommen die Lautsprecher wieder zu Ihnen. Da vorne sitzen Sie, da wo jetzt unser Mikrofon steht, da sitzen Sie. Und Sie hören genau das, was unser Mikrofon jetzt hört. Und das ganz ohne Verzerrungen, ohne dass irgendein Störfaktor zwischendrin ist und einen perfekten Sound. Jetzt früher, sprechen wir mal von den Jahren, bevor es Flachbildschirme gab. Da hatten wir alle Röhrenfernseher, klar. Diese riesen Kästen, die waren, ja, die Größe war unterschiedlich, aber nach hinten waren die immer unglaublich breit. Nachteil, Röhrenbilder, wir wissen das, nicht mal SD-Qualität, also es war, ich sag mal, über das Bild brauchen wir nicht reden, aber was hier eingerahmt ist, das sind die Hi-Fi-Lautsprecher. Ja. Da hatte man Platz, da konnte man richtige Lautsprecher einbauen und dementsprechend hattest du da Hi-Fi-Sound. Ja? Aber das geht eben heutzutage nicht mehr aufgrund der Bauweise und dieses Manko muss ich ausgleichen. Natürlich haben Sie jetzt allerbeste Bildqualität, HD, Full HD oder sogar 4K Auflösung, schärfer geht gar nicht mehr, aber dann müssen Sie auch dafür sorgen, dass Sie den schärfsten Ton haben, den besten Ton und das bekommen Sie eben nur mit einer Hochleistungssoundbar wie unsere erste Stereo-Soundbar, 120 Watt Musikspitzenleistung und ein Klang, der wirklich jeden begeistert. Ja, Sie werden auch begeistert sein, testen Sie es doch mal. Wir haben ja wirklich eine große Kompetenz mit unseren Soundbars, die wir hier im Programm haben. Wir haben da eine sehr große Auswahl. Heute hier in der Sendung für Sie die besten Modelle. Und gerade wenn man das wirklich mal testen möchte, ist dieses Modell sehr, sehr beliebt. Viele holen sich das auch für den Schlafzimmerfernseher zum Beispiel, weil das natürlich ein schönes, schlankes Modell ist, das man hier gut unterbringen kann. Und heute bekommen Sie dieses Modell zu unserem TV-Sonderpreis von 78,80 Euro. Das ist jetzt Ihr TV-Sonderpreis, den Sie hier bekommen. Also nutzen Sie das wirklich mal aus, probieren Sie es direkt mal. Testen Sie Ihren Fernsehklang mal mit einer Soundbar und Sie werden genauso begeistert sein wie wir. Es ist ein ganz neues Fernseherlebnis, das Sie da bekommen. Spektakulär, glasklare Klänge, tolle Töne, die Sie haben. Hier dieses erste Modell, selbstverständlich auch mit Fernbedienung, hat die Bestellnummer ZX1788569. Und das werden die besten 78,80 Euro sein, die Sie investiert haben, weil Sie werden diesen Klangunterschied lieben. Ein tolles Einstiegsmodell, um es wirklich mal auszuprobieren hier bei uns. Und da können Sie jetzt gleich bestellen. Schön auch übrigens als Geschenk, nur so als kleiner Tipp. Ich habe auch viele, die mittlerweile sowas verschenkt haben. Also rufen Sie gleich an. Holen Sie sich das tolle Modell für 78,80 Euro nach Hause. Oder wenn Sie jetzt sagen, oh, Soundbar wollte ich eigentlich schon immer haben. Wir haben natürlich in dieser Sendung jetzt auch zum TV-Sonderpreis das Premium-Modell. Dazu kommen wir gleich noch. Und wir haben ein Modell, das auch noch mal ein bisschen mehr Wumms hat durch diesen externen Subwoofer. Richtig. Also bei dem Modell, das wir jetzt sehen, ist der größte, sofort sichtbare Unterschied der Wumms des Basses. Weil wir haben hier einen externen Subwoofer, den man übrigens überall im Raum aufstellen kann, weil dem Bass ist egal, wie er seine Wellenlängen sucht oder seine Schallwege, da ist es egal, also irgendwo neben dem Schrank. Aber wichtig ist natürlich, dass die Soundbar zentral steht. Und hier haben wir eine Musikspitzenleistung von 180 Watt. Das ist also auch schon mal herausragend. Und was wir hier haben, ist ein sogenannter 3D-Sound. Weil wenn wir mal unsere Soundbar anschauen,
Die hat insgesamt 8 Stereo-Lautsprecher und die werden, sobald ich die 3D-Taste auf der Fernbedienung drücke, unterschiedlich angesteuert und dann habe ich einen raumfüllenden Klang. Und der ist sofort begeistert. Begeisternd wirklich. Also das ist jetzt auch für jemand, der gerne auch die Tiefen besser hat, vielleicht nicht nur beim Musik hören, weil da spielt das ja auch eine Rolle. Je nachdem, was für Musik man hört, braucht man viel besser. Sondern jemand, der auch Actionfilme liebt, wo dann viel sich im Bassbereich abspielt. Und dann ist das natürlich perfekt. Das kann man absolut sagen. Und es sind sich alle Filmexperten einig. Das Sounddesign, so nennen sie das, ist ganz, ganz wichtig für den Erfolg eines Filmes. Weil damit Emotionen zu ihnen transportiert werden. Hier sehen wir dann, da steht auch noch mal, warum ist es so wichtig? Da sehen wir das. Warum ist es so wichtig? Na, es dient dazu, hier die realistische Wahrnehmung dann noch mal zu beeinträchtigen, die filmische Realität zu verstärken, die Gefühlsebene der Zuschauer anzusprechen und eine Handlung zu untermalen bzw. zu unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und egal ob Hollywood-Streifen, Imagefilm, Werbevideo, der Sound ist einfach essentiell für die Qualität. Das ist super genial. Und Sie haben das wahrscheinlich alle schon gespürt, dass man einen Film irgendwo gesehen hat, schön, vielleicht auch im Kino einen tollen Film. Und dann war man total beeindruckt und man schaut den zu Hause und man denkt, oh, irgendwie ist der nicht so imposant. Oder Sie haben vielleicht auch so klassische Filmmusiken jetzt direkt im Kopf. Es gibt ja auch wirklich so Effekte, Musiken, die ganz, ganz wichtig sind und die einem so richtig im Kopf bleiben, oder? Und da ist es sogar so, dass manchmal die Effekte mehr bewirken als der Film an sich. Wir spielen Ihnen jetzt mal aus einem berühmten Film einen Filmeffekt ein. Den hören Sie jetzt. Achtung, hören Sie mal zu. Ich hoffe, ich höre auch auf dem Ohr, was Sie jetzt gleich hören. Gucken wir mal. Achtung. Kennen Sie das noch? Und jetzt kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut. Jetzt kommt gleich irgendwoher der weiße Hai und frisst einen. Ja, es wird immer dramatischer und das kennen wir aus den 80er Jahren. Ja, das ist eben diese Melodiefolge, diese, was auch, oh, jetzt kommt er gleich, jetzt kriege ich schon, wow, jetzt kriege ich schon am Herzrasen. Sehen Sie, was Musik bewirken kann. Das ist einfach phänomenal. Oh. Kriegst du jetzt auch Angst? Ich glaube, das kennen wir alle noch, wir alten Hasen, als wir im Kino saßen und mitgefiebert haben, wer wird jetzt gefressen und wer wird nicht gefressen. Aber noch älter, so, da war ich ziemlich jung noch, als der Film rauskam. Also ich weiß nicht genau, wann es war, 60er Jahre, wahrscheinlich 70er Jahre, Mitte 70er Jahre, Ende 70er Jahre. Psycho, da gäbe es ja die berühmte Szene mit dem Vorhang, mit dem Duschvorhang und dem Messer. Haben Sie die Melodie? Jetzt will man gleich losschreien, oder? Ja, das war gleich total angespannt. Man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das passiert. Dreh dich doch um, hinter dir, oh mein Gott. Ah! Ne, das ist dieser Moment, wo man total... Und es wirkt aber nur durch den Ton und der muss richtig zu Ihnen rüberkommen. Und Sie sehen das Messer, ja? Sie wissen, was gleich passiert, ohne den Film zu sehen. Zumindest alle, die den Film irgendwann mal in ihrem Leben einmal gesehen haben. Ja, und jetzt, glaube ich, spüren Sie, was für Emotionen transportiert werden. Das kann Angst sein, das kann natürlich auch dieses Erwarten sein, was hier gesteigert wird. Es können aber auch richtig schöne Emotionen sein, so Gänsehautmomente. Und hier haben wir eben eine Soundbar, was all diese Gefühle transportiert. Ich habe hier die Fernbedienung und ich werde das jetzt mal einschalten. Und Sie sehen, wir haben extra ein externes Mikrofon noch mal installiert, damit Sie auch den Klang hören. Und wir gehen jetzt einfach mal über zu Musik, aber auch da hören wir es deutlich. Und ich schalte es jetzt einfach mal ein per Fernbedienung und jetzt kommt auch gleich die Musik hier und Sie werden gleich hören, wie beeindruckend der Klang dieser fantastischen 3D-Soundbar ist, inklusive Subwoofer, und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar. Ja, für 123,45 Euro natürlich spektakulär und ich würde sagen, wir hören ein bisschen rein, oder?
beeindruckend. Das waren jetzt ganz leise Töne, so Gänsehautmomente. Aber Sie merken, mit Musik oder mit Sounddesign werden Gefühle transportiert. Und das fehlt eben bei unseren modernen Fernseher. Wir können uns das nochmal anschauen. Wir haben hier ja jetzt einen ganz modernen 50-Zoll-Fernseher. Und schauen Sie nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Hier, kein Zentimeter mehr Kante. Da ist kein Platz für Lautsprecher. Das heißt, die sind nach hinten oder nach unten eingebaut geworden. Und ich habe Ihnen vorhin gezeigt, wie klein die heutzutage noch sind. Und deshalb muss eine Soundbar dazu, damit Sie den optimalen Klang hören. Und damit Sie das wieder erleben, damit Sie Sprache verstehen, damit Sie Musik eben wieder richtig genießen können und damit diese Effekte, die wir gerade gehört haben, Weißer Hai oder auch Psycho, damit die auch ihren Effekt erreichen oder das, wozu sie gemacht worden sind. Also einfach wieder das perfekte Fernseherlebnis. Hier noch dazu gesagt, das ist natürlich auch noch eine zusätzliche Stereoanlage. Bluetooth-Fähigkeit haben wir hier selbstverständlich auch und ebenfalls einen USB-Anschluss. Ganz einfach anzuschließen per optischem Toslink-Kabel oder per Klinke. Das geht hier spielend einfach und jetzt den kompletten Wumms, sage ich mal, dank natürlich noch diesem fantastischen externen Subwoofer. Für 123,45 Euro kommt dieses Modell zu Ihnen nach Hause. Also da jetzt auch schnell sein. Wir haben hier bei dem Modell eine unverbindliche Preisempfehlung von 230 Euro. Sowas kostet die normal. Es gibt ja viele Soundbars, die liegen auch locker dann bei 300, bei 800 Euro. Hier für Sie jetzt der TV-Sonderpreis 123,45 Euro. Mit der Fernbedienung kommt die natürlich zu Ihnen nach Hause und selbstverständlich auch dem externen Subwoofer. Und dann steht hier noch unser Premium-Modell, das Parademodell, wenn es um wirklich Soundbars geht, weil viele wünschen sich natürlich auch dann so einen richtig tollen, raumfüllenden Klang. Ne? Richtig, also das hier gerade neben mir war schon ein fantastischer Klang, aber jetzt gehen wir eben in die Oberliga, das können wir wirklich sagen, in die Champions League, weil hier haben wir unsere leistungsstärkste Soundbar, eine Soundbar der Extraklasse. Musikspitzenleistung, das nennen wir mal als erstes, 250 Watt, das reicht ganz locker aus, um auch mal den Nachbarn kräftig zu ärgern durch diese unglaubliche Kraft. Aber es geht hier nicht um Lautstärke, es geht auch hier ganz einfach um die fantastische Tonqualität, die wir hier haben. Und das beeindruckt vom ersten Moment an. Aufgestellt, angeschlossen, das ist etwas für alle, die sagen, wenn, dann will ich das Größte, das Beste. Und auch hier in einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis, weil wir sehen hier den Preis, den TV-Sonderpreis von 284,95 Euro. Und normal für eine solche Soundbar haben wir den Preis von ja, 500, 600 Euro. Sie sehen das auch an der unverbindlichen Preisempfehlung. Hier haben wir jetzt wirklich das perfekte Kinoerlebnis. Einen raumfüllenden Klang, auch durch 3D-Effekt, den ich hier einstellen kann, aber natürlich auch durch eine Kompatibilität zur 5.1-Anlage. Und wir werden gleich diese Anlage mal hören. Ja, und dann werden Sie sehen, das ist mit Abstand das Beste, was es derzeit klangtechnisch gibt. Und auch der Anschluss, das ist auch was ganz Wichtiges, weil man hat immer Angst vor solchen Geräten. Kann ich die anschließen? Ja, können Sie. Weil hier ist es so einfach, einfacher geht es gar nicht mehr. Stromkabel rein in die Steckdose und da hinten sehen Sie die HDMI-Anschlüsse. Und ein Eingang, ein Ausgang. Das heißt, wenn Sie mit SAP, mit einem Receiver arbeiten, einem externen, dann gehen Sie vom Receiver in die Soundbar, in den Eingang, aus dem Ausgang raus, rein in den Fernseher. Das geht eine Minute. Das sind einfach nur HDMI-Stecker, die ich reinstecken muss. Und das andere könnte sein, dass Ihr ganz einfach der Receiver, also ein Tuner im Fernseher schon eingebaut ist, ein Triple-Tuner. Und dann geht man einfach, dann braucht man sogar nur ein Kabel, an den HDMI-Steckplatz am Fernseher, der mit ARC gekennzeichnet ist und geht dann in die Soundbar und dann ist es fertig. Und schon kann das Klangerlebnis beginnen. Aber Sie sehen gerade einen Unterschied zu dem Film. So können Sie es zu Hause lassen. Das ist die Abdeckung, ein ganz einfacher Staubschutz oder dann würde man einfach mal ein bisschen zurückhaltender das präsentieren will. Aber wenn man zeigen will, was man hat, dann macht man diese Abdeckung ganz einfach ab und dann sehen wir 15 Lautsprecher.
250 Watt Musik, Spitzenleistung. Warum 15 Lautsprecher? Das ist ein ganz einfacher Grund, weil wir hier die Lautsprecher verschieden angesteuert haben. Und sobald Sie die 3D-Option auswählen, werden eben die mit unterschiedlicher Lautstärke gefüttert praktisch. Und dann haben Sie einen komplett raumfüllenden, Sie umfassenden Klang. Und das ist perfekt, wenn Sie eine 5, da sehen wir das auch in einer Animation, wenn Sie eine 5.1-Anlage haben, können Sie die Soundbar sogar als Center nehmen, die ist da kompatibel dazu. Aber glauben Sie mir, diese 3D-Sound reicht schon vollkommen aus. Zusätzlich natürlich auch wieder Bluetooth-Option, also ein unglaublicher Bluetooth-Lautsprecher und auch die Möglichkeit, per USB etwas anzuschließen. Und wir haben hinten auch, das haben wir vorhin an den Anschlüssen gesehen, noch einen Stereo-Cinch-Eingang, da kann ich sogar Fremdgeräte noch verbinden und das wirklich zum Verstärker, zur Soundanlage machen. So, genug gesprochen, weil man kann viel drüber reden, man muss es einfach mal hören und ich mache jetzt die Soundbar mal an, mit der Fernbedienung natürlich und jetzt hören wir uns das mal an und jetzt wird es ein bisschen episch hier, ja, also du hörst schon, da ist richtig Wumms dahinter. Ich mache jetzt wieder ein bisschen leiser, aber ich denke, es ist wirklich beeindruckend. Gehen wir einfach mal runter, beziehungsweise machen es mal aus. Und dann ist es ganz egal, ob es um die hohen, um die klaren Töne geht, um die Mitten oder bis in die Bässe, weil hier sind natürlich auch Subwoofer integriert, zwei Stück. Also man hat den allerbesten Klang. Nochmal, 250 Watt Musikspitzenleistung und ich war jetzt gerade am unteren Ende der Lautstärkenskala. Das heißt, damit kannst du auch gerne mal eine Hausparty machen, ja? Wenn du Gäste zum Geburtstag, dann ist das problemlos möglich. Hauptaufgabe natürlich aber den Sound verstärken und nicht nur vom Fernsehton, sondern du hast hier auch die Möglichkeit zum Beispiel eine Spielekonsole anzuschließen, wow, wenn du auf deinem Fernseher auch mal zockst. Ja, das kann so ein Rennspiel sein, so Autosimulatoren gibt es ja genug oder Spiele, dann FIFA oder was auch weiß ich immer. Was man spielt, es wirkt da noch und macht noch viel mehr Spaß mit dem richtigen Sound und den bekommen Sie zweifelsohne mit einer so leistungsstarken Soundbar. Und das sage ja nicht nur ich, das sagen auch viele unserer Kunden, die sie schon ausprobiert haben und uns dankenswerterweise auch E-Mails zugeschickt haben mit ihren Erfahrungsberichten. Ja, der Eik zum Beispiel hat uns geschrieben, er sagt, warum habe ich die nicht schon früher gekauft? Einfach ein geniales Teil. Ich würde sie immer wieder kaufen und auf jeden Fall weiterempfehlen. Oder auch hier zum Beispiel der Norbert, der hat uns geschrieben, die Soundbar hält, was sie verspricht. Die volle Leistung kann ich gar nicht einsetzen. Da würde ich Probleme mit den Nachbarn bekommen, aber mittelstarke Lautstärke bringt schon Kinogefühle und die Optik ist einfach der Hammer, mit oder ohne Blende. Ich gebe dieses Stück nicht mehr her, 300 Euro ist für mich kein kleines Geld, aber der Kauf hat sich bewährt, ich kann nur Bravo sagen und weiterempfehlen. Also da siehst du schon, alle total begeistert, hier auch Stefan aus Wurzeln hat uns geschrieben, die Soundbar sieht super aus, easy aufgestellt und angeschlossen, sie hat einen super Klang und man hat das Gefühl, der Sound kommt von allen Seiten. Wir sind super zufrieden, würden die Soundbar auch noch mal kaufen. Kinoerlebnis pur. Und
Sie hören diese Stimmen. Diese Soundbar ist Premium-Qualität. Das ist unsere Premium-Serie. Am meisten gekauft, am besten bewertet. Top-Kaufempfehlung. 5 von 5 Sternen. Also das ist absolute Premium-Qualität, die Sie hier bekommen. Und das jetzt auch noch zu diesem tollen Preis von 284,95 €. Weil Sie bekommen ja jetzt den TV-Sonderpreis. Und Sie bekommen das Gerät selbstverständlich versandkostenfrei nach Hause geschickt. Ja, bei deinen ganzen Kundenmeinungen war ein Satz dabei, den ich jetzt selber schon mehrfach gehört habe. Warum habe ich das nicht schon viel früher gekauft? Ja, und das sagen alle. Wer es einmal mit Soundbar versucht hat, der will nie mehr ohne. Sie müssen jetzt nur entscheiden, welche unserer Soundbars die richtige für Sie ist. Wir werden gleich hier nochmal eine kurze Übersicht unserer 3 leistungsfähigsten und beliebtesten Soundbars, die wir hier in der Sendung haben. Aber eins ist wichtig, dass Sie sich den perfekten Klang zu Ihrem perfekten Bild dazuhören. Und das geht eben nur mit einer unserer leistungsstarken Soundbars. Für das Premium-Modell hier für Sie die Bestellnummer, die ZX1603 und 569. Bitte rufen Sie da sofort an, dass Sie auch das Modell zum TV-Sonderpreis von 284,95 € bekommen. Die Kollegen im Callcenter wissen Bescheid. Sie können jetzt Ihr Lieblingsmodell bestellen unter der Telefonnummer 0180 51 51 3 × 2. Und wir zeigen natürlich auch die anderen Modelle aus dieser Sendung nochmal. Auch die können Sie jetzt nochmal direkt zum TV-Sonderpreis bestellen. Vielleicht möchten Sie auch ein Modell als Geschenk haben. Da eignet sich dieses Modell ja hervorragend. Ja, es sorgt auf jeden Fall jede Soundbar für ein Aha-Erlebnis. Hier unsere erste leistungsstarke 120 Watt Musikspitzenleistung. Einfach angeschlossen über das optische Topslink-Kabel oder über Klinkeanschluss. Geht 1 Minute, Stecker in die Steckdose und schon haben Sie ein ganz neues Sounderlebnis. Zusätzlich natürlich, und das gilt für alle unsere Soundbars, sind alle Bluetooth-fähig. Das heißt, das ist auch Bluetooth-Lautsprecher mit 120 Watt Musikspitzenleistung und ebenfalls ein MP3-Player ist mit integriert. Das heißt, ganz einfach einen Stick dran und dann auch da Musik hören. Aber Hauptaufgabe ganz klar die Unterstützung bzw. die wesentliche Verbesserung Ihres Fernsehtons. Sven aus Essen hat uns geschrieben, ich habe die Soundbar an meinen Smart TV angeschlossen. Super Sound, perfekter Klang zu einem fairen Preis. Ich empfehle sie gerne weiter. Und sie ist natürlich auch unsere Empfehlung, gerade jetzt für 78,80 € mit der Bestellnummer ZX1788569. Und dann haben wir das Modell mit ein bisschen mehr Wumms mit diesem externen Subwoofer. Richtig, da ist also jetzt erstmal von der Musikspitzenleistung, legen wir nochmal eine Schippe drauf, 180 Watt. Wir haben optisch schon mal gesehen einen Riesenunterschied, denn zur Soundbar kommt auch noch ein externer Subwoofer dazu, den ich irgendwo links, rechts auf die Seite stellen kann. Der muss also nicht zentral sein, nur die Soundbar muss zentral sein. Dann auch hier ein 3D-Effekt, das heißt, wir haben jeweils 4 Lautsprecher links und rechts und da kann ich einen raumfüllenden Klang einschalten und nochmal gesagt, leistungsstärker und wiederhole ich nochmal gerne, das selbstverständlich auch Bluetooth-fähig und auch mit MP3-Player versehen. 123,45 € ist jetzt Ihr TV-Sonderpreis. Hier für Sie die Bestellnummer, die ZX1607 und die 569. Also wenn Sie ein bisschen mehr Wumms haben wollen, dann hier zugreifen. Oh, wir hören gerade, die ist sehr beliebt. Da haben wir nur noch kleine Stückzahlen von über. Also wenn Sie die haben möchten, wirklich schnell sein. Nicht, dass die dann weg ist. Und das Premium-Modell. Oh, 5 von 5 Sternen. Mit 250 Watt Musikspitzenleistung eine richtige Granate. Und es sorgt für wirkliches Kino-Feeling bei Ihnen zu Hause. Ist übrigens auch ganz, ganz arg beliebt, wenn man so einen Hobbykeller hat, der mit Beamer ausgerüstet ist. Das kann man natürlich auch an Beamer anschließen. Aber sprechen wir vom Fernseher. Ihr Fernseher hat das beste Bild, der braucht auch den besten Klang. Und hier haben wir unsere leistungsstärkste Soundbar. Sie ist optisch beeindruckend, sie ist akustisch noch viel beeindruckender. Und glauben Sie mir nochmal den Satz, den wir vorhin schon mal genannt haben. Wenn Sie einmal Ihr Fernsehprogramm oder Ihre Lieblingsfilme mit Soundbar gehört haben, werden Sie es nie mehr ohne möchten. Hier zusätzlich natürlich noch auch wieder Bluetooth-Fähigkeit. Da sehen wir auch gerade den Slot für
für USB-Sticks und ein Stereo-Cinch-Anschluss haben wir auch noch, an den ich jedes x-beliebige Audiogerät anschließen kann. Also im Prinzip auch nochmal eine komplette Stereoanlage. Die Bestellnummer für Sie, die ZX1603 und die 569. Das Premium-Modell kommt für 284,95 € versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Da können Sie jetzt direkt auch anrufen und dann haben Sie in ein paar Tagen dieses Schmuckstück hier zu Hause. Ja, wird Ihnen ja versandkostenfrei bis vor die Haustür geliefert und dann, zack, hat Ihr Fernseher auch diesen Wahnsinnsklang. Und zwar jeden Tag, egal was Sie schauen. Und falls Sie das auch kennen, ne, mit der Fernbedienung immer lauter machen, weil Sie denken, höre ich schlecht, was ist denn da los? Das hat ein Ende. Bestellen Sie sich eine Soundbar und dann hören Sie immer perfekt.